Hi Leute! Hallo, Halli, und wir stehen irgendwo in den Bergen und gammeln hier so durch. Oh. Nicht schlecht. Entschuldigung. Goldadern. Hack. 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 Oh. Von mir tut dieser Muschelkäfer immer noch so leid. Er konnte sich so gar nicht wehren. Geboren, um zu sterben. Halt die Fresse. Vielleicht haben wir ihn von seinem Leid erlöst. Was wissen wir, was die Falmer mit dem angestellt haben? Ja, das ist schön so zu denken, aber ob das so realistisch ist, naja. Kommen wir dem wage ich ein wenig zu bezweifeln. Ja. Ja, ich hoffe es. Da drüben wieder auf die andere Seite den Berg hoch. Boah, diese Brücken. Genau. Was sind denn die Viecher? Über dir wahrscheinlich. Und jetzt rechts. Ja, geht ja hier nicht. Kommen wir wohl gleich erst. Okay. Guck ja, da oben. Was für ein Riesenweg, ey. Krass. Nicht runterfallen. Ja, das wäre jetzt irgendwie fatal. Ich höre irgendwas Großes. Ein Riese oder so? Durch die Türe hier. Ein Riese. Oh, ein Riese. Wohin seid ihr gegangen? Wohin wollt ihr gehen? Da hat er aber viel rumgemetzelt. Mhm. Hier, geil. Mhm. Krass. Er hat auch die Falmer hier platt gemacht. Ja klar, würde ich an seiner Stelle wohl auch. Wie krass groß das hier einfach ist. Hm. Oh, hier war auch noch einer, guck mal. Ich speichere hier lieber mehrmals, weil den ganzen Aufstieg hier nochmal zu machen, wäre in der Tat ziemlich beschissen. Ja, ist irgendwie besser. Also, ich weiß, dass es nervt. Ich speichere ja sowieso schon so viel, aber es ist auch wirklich noch viel ärgerlicher, wenn man wegen einmal Speichern so mega viel nachmachen muss. Nice. Krabbeln wird lauter. Nein, das ist sie hinter dir. Hinter mir? Das ist sie mit ihrem Zauber in der Hand. Meinst du? Ja. Das ist mir eben schon aufgefallen. Dann haben die dafür den gleichen Sound wie für die Charos-Fühler-Dinger. Ach, wollte ich doch gar nicht. Habe ich jetzt aufgenommen. Ich nicht. Komisch. Nicht runterfallen. Ich weiß nicht.
Knie hätte ich den jetzt auch platt machen können. Aber ja. Wir sind ja wirklich, also wenn wir schleichen, sind wir ja stark genug. Was sowas angeht. Boah, sieht der das an? Wie krass. Krass. Ich glaube, das ist wirklich der richtige Weg. Ich habe am Anfang echt gezweifelt. Da sitzt jemand. Ist das ein Falmer? Sieht danach aus. Ja, Tata. Tada, kaputt. Krass. Bleibt er schön in seiner Hütte sitzen. Fleisch. Pferdefleisch. Und Kohl. Meine Kohlköpfe. Lol, wo hat der den Guppi her? Da, Handschuhe brauchst du für den Dings. Noch eine Brücke. Waren wir hier in dem Ding? Da unten? Nee, ne? Ja, doch. Das war dieser Knick um die Ecke da. Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Aber sie gehen jetzt endlich auf das Ding zu. Ja, ne? Wenn auch sehr verwurschtelt. Ja, da ist doch niemand. Ich dachte. Ne, da kriegt man teilweise schon ganz schön Paranoia. Warte, kurz am Auge kratzen. So. Ach, wieder so Fell? Ja, Tarifell. Ich muss wieder so ein bisschen aufpassen. Ja. Ich meine, ich habe zwar die Dinger noch nicht an, Packesel habe ich zwar noch nicht an, aber trotzdem. Klar. Letzten Endes, ne, wenn ich die Packesel-Sachen tragen muss, dann kann ich halt meine anderen Sachen nicht tragen, ne? Also quasi Gesundheit und Def und so. Und deswegen habe ich auch bei den Drachen mehr weggeschmissen, als ich mit den Packeseln benötigt hätte. Einfach nur, weil ich meine Gesundheit plus 62 und so weiter Regen anziehen wollte. Und, nee, siehst du aber noch nicht, dass das hier... Okay, dann guck rein. Pfeile. So, schön. Adios. Lol, der verbrennt jetzt eh. Bats. Boah, hast du gesehen? Ja. Von der Seite. Da kamst du gerade her? Da kamen wir her, ne? Ja, muss ich gerade überlegen. Ich glaube, man hätte auch wirklich einfach über den Fluss einfach unten folgen können, aber so hast du hier den ganzen Loot halt noch mit. Fluss wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, denke ich, nur für die das hier nicht gepackt hätten. Boah, bin ich froh, wenn wir denn da sind. Natürlich. Na, bitte langsam. Ist hier richtig? Ich würde sagen, ja. Sicher. Warte mal, guck mal nach links. Warte kurz, ich speichere einmal.
glaube, ich sehe da hinten schon dieses blaue Gestalt. Echt? Unter dem M. Egal. Ich sehe gleich. Oh, schön. Du mal deine Müdigkeitsanfälle. So. Ah, hier, da oben, ne? Ne, warte, guck mal runter. Kannst da nicht rüber? Das ist ein Weg. Oh. Nicht und da hinten, irgendwo. Da, nee. Wenn dann hier oben, glaube ich. Nee, guck doch auf den Pfeil. Hm. So oder so kannst du dir das hier mal angucken. Wohl wahr. Ja, siehst du. So, hier wärst du angekommen. Hallo, Falma. Null. Oh, oh. Schreck ich mich schon wieder, ey, das gibt's doch gar nicht. Da siehst du. Tatsache. Das wird mich aber trotzdem nicht da. Schöner Anblick. Das wird mich aber trotzdem nicht davon abhalten, da einmal hochzulaufen da hinten. Okay. Wir wissen, was da ist. So. Eine Blume. Na toll, Erz. Wie Daniel mich gerade anguckt. Ich schnarch da mal eine Runde. Ich bin ja nicht auf dieses Mondsteinerz aus, sondern auf die Diamanten und Edelsteine, die man da kriegen kann. Welche Diamanten und Edelsteine? Also kennst du auch zwischendurch irgendwie Diamanten und Edelsteine raussammeln? Ja. Diamant ist dabei das Seltenste. Und Diamanten kriegt man auch echt schlecht zu kaufen. Die kriegst du eigentlich fast nur durch diese Erzadern. Und die kannst du sowohl bei einer Eisenerzader als auch bei so einer kriegen. Wobei natürlich die Chance bei einem höherwertigeren Erz ein bisschen größer ist. Aber halt, wie du siehst, trotzdem klein, sag ich mal. Siehst du? Da unten ist der komische See. Krass. Nee, da will ich jetzt wirklich nicht nochmal hin. Was ist das? Rutsch hier nicht noch runter. Lol. Das ist eine Abkürzung für den Weg zurück. Ja, ne? So, dann ab jetzt. Auf. Gott, wie langwierig diese Quest auch ist. Generell Dawnguard, überleg mal, wie viele Teile Dawnguard wir jetzt schon haben. Ja, aber das war auch ähnlich in Oblivion. Ich meine, denk mal an Shivering Isles, sowas. Kann ich nicht dran denken, habe ich keinen Bezug zu. Naja, ich habe das die ganze Zeit gezockt, während du daneben gesessen hast und irgendwas anderes. Ich wusste nicht, was hast. Davon Shivering Isles war und sonst irgendwas. Shivering Isles hatte ich bedeutend mehr Zeit investiert als hier. Weil Shivering als sehr, sehr, sehr viele mehr Nebenquests. Sehr viel mehr Nebenquests hatte. Oh, cool. Nice. All diese Sicherheitssaves immer. Vom Wasser in der Pfütze, falls ich runterfalle. Ich glaube, hier kannst du dich wieder raustreiben lassen. Durch die Strömung. Das geht ja noch weiter. Ja, was denkst du? Ich werde immer besser, ha? Huh? Eistroll. Euch und Daniel zuliebe versuche ich jetzt meinen Erkundungsdrang ein bisschen zurückzuhalten. Juhu! Erkunde den da mit einem Pfeil. Der checkt das nicht, ne? Oh.
Wieso hat er eigentlich zwei Ohren? Alter, was für ein Riesengebiet. Alter, eine kaputte Brücke. Ah, doch nicht. Sah nur so aus. Aber klar, hier hat das ganze Volk der Eiselfen oder Schneeelfen gelebt. Klar ist das riesig. Bam. Wer war das? Bam. Es sah so aus, als hätte man da drauf drücken können. So ein bisschen. Geil, ey, guckt euch das an. Oh mein Gott, eine Falle. Wer hat die denn nicht gesehen? Die ist mega gut versteckt. Ich finde Serranas Kommentare schon cool zwischendurch. Ja. Kaputt. Haha. Die Zehen. Bäh. Du kannst ihn runterschubsen, wenn du gedrückt hältst, den Dingsknopf, ne? Weiß ich nicht, ich finde das immer so blöd, weil dieses Gedrückthalten auf der Konsole ist echt so schlecht, also da wieder loszulassen funktioniert oft so schwer. Was ist denn hier los? Die Frau in dem Haus brennt. Oh, mein Knie brennt. Ich war einmal ein Feimerschattenmeister, so wie ihr. Aber dann bekam ich vom Drachen blutenden Pfeil ins Knie. Wie viel Gold das mittlerweile bringt, bist du schon viel zu reich. Ah, da geht's weiter, Mist. Meinst du, da geht's weiter? Ja. Aber da hinten ist doch so ein riesengroßer Ausgang, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube hinten war nur das Haus. Obwohl. Jetzt bin ich verwirrt. Eine Truhe.
Eine Falle. Ein Falmer. Fall mal runter. Ins Knie. Und da fällt er. Oh, platsch. Hui. Riesig das hier alles. Ach, 10.000 Wege, ey. Also davon stand aber nichts in der Questbeschreibung, dass du 2.000 Kilometer durch die Gegend rennen musst. Ich will Laufgeld. Obwohl ich sowas ja liebe, weil man echt hier viel, viel, viel gucken kann. Das ist ja meins. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich Skyrim spiele und nicht Daniel. Ja, ich glaube, ich hätte das Spiel in der Hälfte durch. In der Hälfte? Der Zeit, die du hast. Nee, Daniel, du hast ja nicht mal angefangen, weil du nicht weißt, wo du anfangen solltest. Ja, ich hätte einfach alles liegen lassen. Schubs ihn runter! Tschö. Oh, toll, fällt mir nach hinten. Tja, ist doch gut, kann ich looten. Magisches Leichentuch, kannst du ihm direkt drin einwickeln. Was ist das denn? Kommt gleich so ein Vieh raus. Kann man wieder im Bosskampf kommen? Ja, wieder wie diese zwei Drachen, das war geil. Ja, so 20 Drachen auf einmal oder so. Lol. Das Probleme. Komm. Funktioniere. Ja, lol. Ins Knie. Ha, ist tatsächlich ins Knie. Und tschui. Das gefällt dem Daniel. Ja, sowas mag ich. Weiter links. Der ist so dumm. Der so, hä? Ich hab den Pfeil zwar aus der anderen Richtung bekommen, ich laufe mal in die andere und such da mal. Ja, der kam schon da raus. Also dadurch, dass Serana so kontinuierlich irgendwelche seltenen Hinweise gibt, scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Schade, jetzt haben wir die anderen Wege verpasst. Mist. Gott sei Dank. Ich glaube, das hole ich offscreen irgendwann mal nach. Kannst du mir aus offscreen die ganze Welt durchlaufen. Von A nach B nach C. So einmal im Kreis rundherum am Gebirge entlang. Mach ich doch. Juhu, 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 es sieht gut aus. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wir sind wieder im vergessenen Tal. Ich speichere sogar nochmal zur Sicherheit einen Sicherheitsspeicher ab, falls irgendwann mal der Ladescreen ausgehen sollte. Ja, das Spiel so ein bisschen abstürzt. Ich meine, die Xbox 360 ist mittlerweile alt. Überleg mal, wir machen schon 3 Jahre Let's Plays, 4 Jahre schon. Hm, krass. Und gekauft habe ich die, glaube ich, 2000 und... Ja, 2012, ne? 4 Jahre. Hm. Man hat mir damals gesagt, die hält eh nicht so lange, ne? 2 Jahre Herstellergarantie, bla 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 und so weiter und irgendwann muss man sich dann eine neue kaufen. Aber ich glaube, es ist einfach... Entschuldigung für das Trinkgeräusch. Ja, es ist einfach auch nur wichtig, wie man mit den Sachen umgeht. Ich meine, wir spielen jetzt nicht so oft auf der Konsole, dass wir von morgens bis abends jeden Tag darauf spielen, dass die kaputt gehen könnte, aufgrund von Dauerbetrieb. Aber gut, man muss ja auch pflegen. Hä, wo sind wir denn? Hä? Ich sag bloß, wir sind wieder... Wo ist der Pfeil? Da hinten. Wir alles müssen irgendwo ist gut. Anders sein. Ja, ja, ich weiß.
Bam. Mann, fall mal, was denn sonst? Zu tief. Ja, ich mach. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Tja, mach mal Karte auf. Das ist ein, ich weiß, das ist ein Eisriese, aber mach trotzdem mal Karte auf. Ja, wir müssen in die andere Richtung, ich weiß das schon. Meinst du, ich lass mir das entgehen, hallo? Ein Troll. Tschui. Na komm. Ja? Quecksilber ist selten. Tja. Aus Quecksilber macht man viel Dings Thermometer. Hier, oh, Diamant. Geil. Yes. Haha. Da ist noch eine Quecksilberader. Wo denn? Links. Bist du sicher, dass du das nicht bereust, dass du mir das jetzt gesagt hast? Nein, weil sonst freust du dich nicht. Yay! Wie siehst du, Daniel, das? Hui! Boah, wenn ich jetzt noch einen Diamanten krieg, das wäre ja mal mega. Ich bin ja so eine voll, richtige... Ich weiß nicht, ob du schon reich genug bist. Ja, ich bin so eine richtige Edelstein-Horterin. Ich glaube, ich habe von fast jedem Edelstein über 50 Sachen pro Haus. Der Charakter ist so eine richtige Rich-Bitch. Oh, kein Diamant. Egal, dafür Quecksilber auch gut. So. Oh nein, sie hat noch einen Weg gefunden. Oh. Kannst du den Vorhang mal da links zumachen? Das nervt mich immer irgendwie, dieses Licht von den Autos an der Seite. Danke! Oh, guck mal, das ist wirklich... Oh, noch eine! Ein Traum. Ich glaube, ich brauche mehr Cola. Ich will auch einen Schluck. Eben wolltest du nicht. Ich dachte, das wäre Kaffee, was du drin hattest. In deiner Kaffeetasse. Cola aus der Kaffeetasse schmeckt besser als Cola aus der Flasche. Stimmt wohl. Das denn? Hm. Krass, guck mal da oben. So, da kriegst du eine Abkürzung. Ich kann es kaum erwarten, die Quest endlich abzuschließen. Komm schon. Ich bin wirklich so, wirklich, das habe ich auch in anderen Spielen gesagt, ein Mensch, der gerne Story verfolgt oder halt... Bei Monster Hunter ist auch schon wieder grenzwertig. Jetzt ist mittlerweile auch nur noch neue Monster jagen, das gehört aber nicht mehr wirklich auf eine Story. Gut, unter anderem war es schwierig halt mit dem Chinesisch. Da hast du eh nicht viel von der Story verstanden. Was ich wollte gerade sagen.
nichts Besonderes. Nur Schrott. Da ist Eier hier. Drin. Und ein Tor. So. Kannst hier direkt rechts runterspringen. Abkürzung. Fleisch. Melone. Nee, ein Gurt, das ist ein Kürbis. Ach so. Eine Melone also. Da oben. Herr, trittst du in meine Falle rein? Oh nein, du schießt auf mich? Oh, scheiße. Oh. Zu verdammt. Hoch. Die Fahrt. Das ist derselbe Weg wieder. Aus der Entfernung schaffe ich das nicht. Hallo? Das habe ich ja die ganze Zeit so gut hingekriegt. Noch tiefer und dann bin ich drunter. Jetzt geht's nochmal los. So, hä, verarscht. Weil der Pfeil fliegt immer einen leichten Bogen nach oben. Hm, stimmt. Runter damit. Kannst du es besser? Ich kann es versuchen. Es ist schwer am Controller. Am PC ist es einfacher. Schon wieder drüber. Da. Matsch. Aber egal, du verlierst den Pfeil ja eh nicht, liegen hier im Schnee rum. Du, ich habe auch so mega viele davon, selbst wenn ich die jetzt verlieren würde. Da unten? Yay! Juhu! Yo, Baby! Oh! Ha! Verrat uns doch nicht immer so direkt! Aber die ist ziemlich zielsicher. Ja, ich auch. Ne, der ist weg. Ja. Die dumm. Wer baut denn so viel Dörfer hier hin? Da ist er. Tada. Gut, wir müssen aber auch jetzt so langsam die Folge beenden. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach diese Pfeile in der nächsten Folge umbringen? Ja, für uns sind das ja eh nur ein paar Sekunden. Wir machen jetzt gerade doch schon einen Marathon, weil wir vernachlässigen Skyrim echt extrem, weil auch nie die Zeit so wirklich da ist. Und da wir heute einen schönen Feiertag hatten und so richtig Lust hatten, die letzten Tage uns sowieso vorgenommen hatten, Skyrim mal wieder aufzunehmen, ja, machen wir das jetzt gerade. Das heißt, für euch gibt es morgen wieder eine Folge. Deswegen danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Ciao.